König Charles III. Leidet an Krebs. Das hat der Buckingham Palace mitgeteilt. Die Behandlung habe bereits begonnen. Während die EU die Ukraine weiter unterstützt, scheint es dort einige Veränderungen zu geben. Präsident Zelensky kündigte Wechsel an der Spitze des Staates an. Sondersitzung im ungarischen Parlament. Orbáns Fidesz-Partei boykottiert Abstimmung zu Schwedens NATO-Beitritt. König Charles III. Leidet an Krebs. Das hat der Buckingham Palace in einer offiziellen Bekanntmachung mitgeteilt. Die Behandlung der Krebserkrankung des 75-jährigen Monarchen habe bereits an diesem Montag begonnen. Um welche Form von Krebs es sich handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Diagnose wurde gestellt, nachdem König Charles III. Wegen einer vergrößerten Prostata im Krankenhaus untersucht und behandelt worden war. Dem König sei empfohlen worden, seine offiziellen Auftritte zunächst auszusetzen. Seine Amtsgeschäfte könne er aber weiter ausüben. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter im September 2022 britischer König. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wird in Kiew erwartet, um der Ukraine die weitere europäische Unterstützung für das kriegsmüde Land zu versichern. Borrell war zuletzt im Oktober in der ukrainischen Hauptstadt. Der heutige Besuch folgt auf die jüngste Einigung der EU, der Ukraine ein neues 50 Milliarden Euro Hilfspaket zur Verfügung zu stellen. Ungarn hatte zuvor von seinen Drohungen, ein Veto einzulegen, Abstand genommen. Borrell drängt auf eine geregelte militärische und sicherheitspolitische Unterstützung, sagt aber auch, dass man darüber nachdenken müsse, wie man Frieden und Unterstützung für den Wiederaufbau nach dem Krieg erreichen könne. Präsident Zelensky hat sich mit Soldaten in einem Ausbildungszentrum in der Region Dnipro getroffen. Die Reise erfolgte, nachdem der ukrainische Staatschef bestätigt hatte, dass er die mögliche Entlassung des Oberstmilitäroffiziers des Landes in Betracht zieht. Auf die Frage, ob er General Valery Saluzhny entlassen wolle, sagte Zelensky in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rai, dass er dies im Rahmen einer umfassenderen Neuordnung der Führung des Landes erwäge. Die Äußerungen von Zelensky sind die erste Bestätigung dafür, dass er über die Entlassung des beliebten Generals nachdenkt. Das hat in der Ukraine für Aufruhr gesorgt und dürfte den Kreml eher erfreuen. Die EU-Staaten könnten die militärische Unterstützung für die Ukraine verstärken, indem sie militärische Verträge mit anderen Ländern aufschieben und umleiten. Das erklärte Außenbeauftragter Josep Borrell bei einem Besuch in Polen. Die Ukraine kämpft an vielen Fronten mit Hindernissen, unter anderem mit einem schwindenden Angebot an Raketen, Artillerie und anderen Waffen auf dem Schlachtfeld. Die erneuten russischen Luftangriffe im Januar ließen die Zahl der zivilen Opfer und die Zerstörungen im ganzen Land stark ansteigen. The quickest and cheapest and more effective way of increasing our supply of ammunition to Ukraine is to stop exporting to third countries. And this is something that only member states can do. And this has been my request. The best way of selling more to Ukraine or donating more to Ukraine is to try to tell the others, please, wait. We are not at war. You can wait some months. And divert this production to Ukraine. This is a political decision that member states have to take. Die Bilanz ist durchwachsen. Die EU hat 50 Milliarden Euro Finanzhilfe beschlossen, um die Ukraine am Laufen zu halten. Dabei haben nicht alle europäischen Länder ihre Hilfszusagen erfüllt, obwohl Deutschland seine militärische Unterstützung auf 8 Milliarden Euro verdoppelt hat. Kiew rechnet auch noch immer mit der Unterstützung des US-Kongresses in Höhe von 60 Milliarden Dollar, die von den Republikanern blockiert wird. In der Zwischenzeit sagen Experten auch, dass Russland, das über mehr Personal und finanzielle Unterstützung verfügt, keine wesentlichen Fortschritte macht. Wenn man auf der ukrainischen Seite sieht, sieht man viele Probleme. Und du hast die wichtigsten Probleme indiziert. Manpower-Probleme, Probleme ohne Außenunterstützung. Und dann Air-Defenses, die Russland
all it can to degrade are not in great shape, and that's where Western and specifically U.S. aid is so important. On the other hand, on the Russian side, over the last 14, 16, 18 months, Russia has made minuscule progress on the battlefield. You know, Russia expended huge numbers of troops to take the city of Bakhmut before the war, a city of 70,000. Very dubious strategic value. They still haven't really finished that operation. Die EU erwägt derzeit eine Aufstockung der Militärhilfe um 5 Milliarden Euro, die Anfang März fällig würde. Ungarn verweigert weiter Schwedens NATO-Beitritt. Zuletzt boykottierte die nationalkonservative Fidesz-Partei eine Sondersitzung im Ungarns Parlament, das die Opposition einberufen hat, um Schwedens NATO-Beitritt zu ratifizieren. Die Türkei stimmte im Januar dem Beitritt Schwedens zu. Ungarn ist damit das letzte der 31 Mitglieder des Militärbündnisses, das seine Zustimmung verweigert. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei blockieren Stockholms Beitritt nun schon seit Juli 2022. Ihre Begründung, schwedische Politiker sollen eklatante Lügen über die ungarische Demokratie verbreitet haben. Im Dezember 2023 versprach Orbán noch, auf Schwedens Mitgliedschaft zu drängen. The Prime Minister pledged to convene Parliament, to urge Parliament. Die Parlamentssitzung wurde von sechs Oppositionsparteien unterstützt. Das Nichterscheinen der Fidesz-Abgeordneten hat jedoch eine Abstimmung noch während der Legislaturperiode verhindert. It's also very irrational. What is he doing? Despite, you know, all the pressure that's coming, he himself should understand that this is going to serve the interest and the security of the Hungarian society. But this is Orbán, irrational, and his personal vanity is just there. Die Fidesz will, dass der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson nach Budapest kommt, um mit Orbán persönlich über die Angelegenheit zu verhandeln. Kristersson sagt, er werde die Reise erst antreten, nachdem Ungarn über die NATO-Mitgliedschaft seines Landes abgestimmt hat. Es ist eine Wahl, fast ohne Wahl. Die Menschen in Aserbaidschan sind an diesem Mittwoch zu vorgezogenen Präsidentschaftswahlen aufgerufen. Es gilt als sicher, dass Amtsinhaber Aliyev sicher wiedergewählt wird. Die wichtigsten Oppositionsparteien boykottieren den Urnengang. Aliyevs Popularität ist gestiegen, nachdem die Regierung die vollständige Kontrolle über die Region Karabach übernommen hat. Müəyyən çoxlu işlər görübdü şəhər bizdə gənclər üçün. Hər bir şərait, yəni tələbələr üçün, yuxarı yaşlı insanlar üçün, hər birimiz üçün gözəl şərait yaranıb. Ölkənin rifah səviyyəsi, yəni normal səviyyədədir, əla səviyyədədir hər zamanki kimi. Və bundan əlavə 30 illik Qarabağ həsrətimizə son qoymuşdur. Es gibt keine Situation, die demokratische Wahlen erlauben würde, sagt dieser Oppositionsführer. Очень много журналистов, политических активистов находится в тюрьмах. В Азербайджане более 200 политических заключенных. Избирательный закон с серьезными проблемами. Все избирательные комиссии фактически находятся под Die Opposition wirft den Behörden vor, übereilt vorgezogene Wahlen ausgerufen zu haben, um die Opposition an der Vorbereitung auf die Abstimmung zu hindern. Kleider machen Müll. Mit diesem Slogan protestiert Greenpeace in Berlin gegen Fast Fashion. We are protesting against the waste colonialism of the fashion industry. Because behind me are 4.6 tons of fashion waste, of plastic waste, that land up in Ghana at the Katamantu market just in 1 week. It's crazy that our textiles become fashion plastic waste. We just export in other countries. Zum Auftakt der Berliner Fashion Week fordert die Konsumexpertin ein Umdenken. We have to change this whole model. The alternative for buying new, producing new, have to become the new normal. That means renting, sharing, second-hand, repairing, upcycling. This has to become the new normal. In Ghana, dem größten Importland von Altkleidern, verschmutzt das Mikroplastik aus den Klamotten inzwischen Flüsse, Seen und den Boden.
Österreich will mehr Obdachlose von der Straße holen und stellt hunderte günstige Mietwohnungen zur Verfügung. Einer der Kandidaten ist Andreas. Als Jugendlicher rutschte der Wiener direkt vom Elternhaus in die Obdachlosigkeit. Mein Vater hat mich dann am nächsten Tag einfach nur in der Früh aufgeweckt und gesagt, wir wären delogiert. Dementsprechend bin ich halt mit 18 dann noch da schon und habe nicht gewusst. Die ganze Welt bricht zusammen, die ganzen Freunde wenden sich von einem ab, weil man plötzlich irgendwie quasi Abschaum ist. 6 Jahre drehte sich sein Leben um Notschlafstellen und Drogenmissbrauch. Durch die Initiative Housing First fand Andreas endlich eine Wohnung und daraufhin auch einen Job. Wo ich dann auch offiziell mit dem Schlüssel das erste Mal in die Wohnung reingegangen bin. Ich meine, alles leer gewesen, aber ich bin drin gestanden und habe mir gedacht, wow, nicht groß, 24 Quadratmeter, Einzimmerwohnung, aber meine Wohnung. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Obdachlosen in Europa massiv gestiegen. Nur wenige Länder schaffen es, Menschen dauerhaft von der Straße zu holen, wie etwa Finnland, das bereits seit 15 Jahren erfolgreich auf Housing First setzt. Auch Österreich beschreitet nun den finnischen Weg. Hallo, sind das jetzt die neuen Housing First? Ja, genau. Super. Das ist der Stellenwert von einer Wohnung. Also für Menschen wie Andreas, aber für mich, für alle. Ohne Wohnung, ohne Bleibe, ohne Zuhause. Mit Rückzug, aber allem, was einfach normal ist in unserer Gesellschaft, wie Wasser. Also das ist ja das, ich glaube, man kann sich nicht ganz vorstellen, was heißt Obdachlosigkeit wirklich. Bis September will Österreichs Regierung mehr als 1000 Obdachlose in Wohnungen unterbringen. Die Mietkosten decken diese Personen meist mit Sozialgeldern vom Staat, wobei viele, genauso wie Andreas, durch die Wohnung auch leichter einen Job finden. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien.